Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. So, verzeiht die Kettensägengeräusche im Hintergrund. Da hinten wird ein bisschen Holzarbeit geleistet. Einige haben mich nach einem Video zum Thema Aufmerksamkeit gefragt oder wie ich das mit meinen Hunden mache. Und ich nehme euch jetzt einfach mal so ganz unorthodox hier direkt mit rein und schneide da gar nicht viel. Erstmal, ich zeige euch einfach ganz kurz an meinen Hunden, was ich meine mit Aufmerksamkeitssignal. Hier ist gerade ein bisschen wild, glaube ich, eben gewesen. Ich lasse meine Hunde erstmal noch ein bisschen... naja, wenn die sich schon in meiner Nähe positionieren, dann haben die irgendwo ein bisschen wild wahrscheinlich gesehen. Und wissen, dass gleich ein Abbruch kommt, ist aber ein anderes Thema. Ich laufe erstmal noch mal ein bisschen mit denen und führe die erstmal hier aus dem Gebiet raus. Und dann zeige ich euch, was ich mit Aufmerksamkeit meine. Bis gleich! So, also meine Hunde sind halt wieder so ein bisschen im Außen unterwegs. Hier sitzt links auch gerne so ein bisschen Schwarzwild drin. So, und ich zeige euch, oder ihr hört gleich einmal, was mein Aufmerksamkeitssignal ist. Super. So, jetzt seht ihr das Aufmerksamkeitssignal ohne Folgesignal ist verwirrend für Hunde. Also ihr seht, okay, Mathilda ist stehen geblieben, sie hat sich halt umgedreht. Also Aufmerksamkeit ist ja nichts anderes als, schau mich mal kurz an, ich würde dir gerne Informationen mitteilen. So, und jetzt kam danach aber nichts. So, und Mathilda ist halt, ist energiesparend. Die bleibt dann einfach stehen und sagt, naja, also gut, ein Signal ist vielleicht, ich stehe. Das ist ja für die Hunde auch ein Signal. Ne? Und während Freda halt in so einem Moment, das ist aber so ein bisschen der Schäferhundanteil da drin, die kommt dann mal ran und sagt, ich komme mal lieber mal gucken, vielleicht mache ich ja ein ganz gutes Geschäft oder was möchtest du denn auch von mir? Ne, das ist so ein bisschen die Arbeitsrasse da drin. So, und jetzt werde ich gleich mal das Signal nochmal geben. Von hinten kommen Hunde, deswegen muss ich eben ein bisschen gucken jetzt. Ich gehe mal weiter und gleich zeige ich euch mal Aufmerksamkeit und dann auch das Folgesignal. Da macht es auch ein bisschen mehr Sinn. Bis gleich. So, die Hunde sind wieder vorne unterwegs und ich möchte gleich meinen Hunden sagen, oder mitteilen, dass wir jetzt einen Winkel laufen, weil ich jetzt vielleicht einfach da rechts rüber will oder so. So, das heißt also, die Aufmerksamkeit kommt über das Signal und mein Körper, dadurch, dass ich den Oberkörper jetzt ja da gleich im 90-Grad-Winkel drehe, ist dann das Sichtzeichen und auch die Entfernung, die ich dann aufbaue. Das heißt, ich muss da gar nicht viel sagen, sondern meine Hunde wissen, okay, nach diesem Signal verändert sich die Laufrichtung. Und da müssen wir mit. So. Gut. So, das heißt nicht, sie müssen rankommen. Das heißt nicht, dass sie in irgendeinem Aufgabenbereich sind. Das ist erstmal nur, dass das Aufmerksamkeitssignal die Aufmerksamkeit eingeholt hat. Dann bin ich abgedreht und die Hunde drehen halt mit ab. So, das heißt nicht, sie müssen hinter mir laufen. Sie müssen nicht am Fuß laufen. Sie dürfen einfach weitermachen. Es war nur der Richtungswechsel gewünscht und das war es auch schon. Ich bin jetzt nicht rechts rüber, weil da ein paar Hunde laufen. So, das heißt also, die Aufmerksamkeit und ganz häufig, da weisen wir immer gerne darauf hin, der Name des Hundes ist nicht ein so geeignetes Aufmerksamkeitssignal aus Menschensicht. Weil, naja, wir sind es halt so ein bisschen auch von den Kindern ja gewöhnt. Ne? Wir sagen den Namen und wenn das Kind dann nicht das macht, was wir in dem Moment wollen, sagen wir den Namen schärfer. Immer dran denken, aus Hundesicht bedeutet es, der Hund hat euch emotional bewegt, damit war er Entscheidungsträger. Wir müssen den Namen des Hundes immer in der gleichen Tonalität sagen, damit es Sinn macht, aus Hundesicht. Also es ist nur, selbst wenn dein Hund sich gerade in Aas gewälzt hat, musst du halt rangehen mit einem Lächeln in der Stimme den Namen deines Hundes sagen. Wer kriegt das hin? Also ich krieg's nicht hin. Deswegen ist für mich eben wichtig bei den beiden, ich will sowieso von beiden immer dann gleichzeitig die Aufmerksamkeit und deswegen mache ich es halt über das Schnalzsignal. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie man das aufbaut. So, ich mache mal ein Signal, was meine Hunde jetzt nicht kennen. Also ich lasse mir jetzt mal irgendwas einfallen, worauf die eigentlich nicht reagieren dürften. Klick. Nix. Habe ich nicht auftrainiert, ist ein Wort ohne jegliche Bedeutung. So, ihr habt also jetzt einen Welpen und ihr wollt nur erstmal, oder einen Junghund, bla bla, ihr wollt erstmal nur daran arbeiten, dass der Hund euch nach einem bestimmten Signal, und wie gesagt, Laute sind da immer toll, eine Aufmerksamkeit zukommen lässt. So, das heißt, ich habe jetzt auch ein bisschen Futter mitgebracht, weil meine wunderbaren
tollen Kundinnen und Kunden mir natürlich zu Weihnachten dann so tollen Stoff zukommen lassen, den meine Hunde eigentlich gar nicht kriegen. Und für die ist es wirklich wie Weihnachten. Naja, so, hier, ne, schöner Ökostoff. Besser als das, was wir heute schon gegessen haben. So, und ich möchte meinem Hund sagen, okay, nach einem bestimmten Ton oder nach einem bestimmten Signal wäre es ganz gut, wenn du mich anguckst, weil du machst damit ein gutes Geschäft. So, das heißt, ich fange ganz stumpf an zu sagen, klick, und dann werfe ich Futter. Das kann der Hund aus der Hand nehmen. Das möchte ich aber gar nicht bei der Aufmerksamkeit, weil ich will gar nicht, dass der Köter immer rankommt, weil das kann ja auch sein. Jetzt klingelt ein Telefon von jemandem. Ich gehe mal ein bisschen weiter in den Wald rein. Kommt mal mit. Ich will gar nicht, dass der Hund immer rankommt nach der Aufmerksamkeit, weil das kann mich sogar manchmal nerven. Also ich möchte einfach nur, guck mich kurz an, auch auf Distanz. Das heißt, ich kann am Anfang auch mit Werfen arbeiten. So. Hier ist auch eine gute Position. Ich warte mal, bis Freda mich sowieso anguckt. Klick. Los, Mathilda. Klick. So. Also, anderthalb Sekunden später, spätestens muss was auf der Zunge liegen. Dann ist das Wort damit auch verknüpft. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Also immer so ein bisschen an einen anderen Ort gehen, damit der Hund auch das Signal generalisiert. So, ne, das wäre jetzt gefälscht, weil es ist jetzt einfach nur die knisternde Tüte. Und jetzt kann ich ja schon mal gucken, wenn Freda gar nicht mich anguckt, sondern woanders hin guckt, ob das von zweimal schon gereicht hat. Klick. Aha, hat schon gereicht. Klick. Ihr habt gesehen, da war eine kurze Verzögerung drin, aber ihr Gehirn hat anscheinend reagiert. So, warte mal, eben gerade war doch nach diesem Wort, war es doch irgendwie cool, wenn ich meinen Menschen angucke. So, da ein bisschen abschütteln von Mathilda. Na, die beiden sind jetzt ein bisschen in so einem Arbeitsmodus. Das heißt, da ist ja auch dann immer mal ein bisschen Stress drin. Verzeiht diese Kameraführung. So, jetzt lasse ich die beiden mal vorne laufen und gebe denen nochmal das Signal. Klick. Super. Ja, Freda, warst du zu spät. Komm hier. So, und ihr seht auch da, ne, es ist nur wie ein Reflex, den man aufbaut. Ne? Also Freda, die hat sich da schon wieder irgendeine Fährte reingezogen. Aber es reicht halt, dass sie kurz guckt. Und in diesem Falle bedeutet es einfach nur, guckt zu mir und es fliegt Futter. Und das ist ein ganz wunderbarer Basic Einstieg, um dem Hund zu sagen, okay, löse dich mal kurz von einem Reiz, schau mich an und jetzt können wir ja mal, ich versuche mal ohne, dass die Tüte knistert. Ja, jetzt sind halt die Sichtzeichen, wenn man in die Tasche fässt, da sind die beiden schon Profis drin, weil natürlich auch gerade im Training wissen die natürlich auch bei den Kunden und Kundinnen, dass wenn die in die Tasche greifen, machen sie eben häufig auch ein gutes Geschäft. Ich schicke sie nochmal los. Okay. So, Freiwilligkeit belohne ich jetzt mal nicht, also das Freiwillige gucken. Ich versuche mal mit Hilfe nochmal deutlich zu machen. Klick. Sehr gut. So, was war jetzt? Feuerzeug, super. Bei Mathilda. Sie hört das Signal, guckt mich an, ich laufe rückwärts und nach dem Klick und dem Rückwärtslaufen weiß sie halt, also das Rückwärtslaufen bedeutet ja, ich mache einen Raum auf, laufe darin rein, kennt ihr alle vom Abruftraining und damit weiß sie, ah, okay, ich soll anscheinend auf dich zukommen. So, das ist immer alles sehr wortkarg und wortkarges Training ist konsequentes und starkes Training, sag ich mal so, weil Stimme ist so oft Schwäche. Ich weiß, wir sind halt Menschen, wir reden gern und so weiter, aber ihr wisst, das ist im Hundetraining einfach ganz wenige Laute machen ein gutes, konsequentes Training. Ne? Aber unsere Hunde, die werden einfach irre mit dem ganzen Gequatsche. Naja. So, also, wenn ihr zusammenfassend, ihr wollt ein akustisches Aufmerksamkeitssignal einbauen. Ihr könnt euch auch einen Knackfrosch in die Hand nehmen oder einen Klicker. Immer vorsichtig sein, ne? Klicker genau wissen, was ihr damit auftrainieren wollt. Aber es eignen sich einfach diese Schnalzsignale, die ihr gut könnt. Im Winter manchmal ein bisschen schwierig, wenn die Lippen eingefroren sind. Aber ansonsten könnt ihr auch einfach irgendein sowas wie Jip oder jetzt mache ich es gerade nicht. Ich kann es ja gerade mal ausprobieren. Klick. Super. Ja, mal ein bisschen verzögert. Mit Mathilda schon schneller. Ist da noch was? Schauen wir mal. Oh, habt ihr ein Glück.
Schritt. Und weiter. Also wenn ihr das aufbaut, ne, ganz stupide, der Hund läuft neben euch, er ist sowieso so ein bisschen eine Aufmerksamkeit bei euch. Das Wort sagen, Futter werfen. Oder das Wort sagen, der Hund kriegt seinen Ball. Nicht das Wort sagen und prima und den Kopf am Hund den Hund am Kopf streicheln, das ist eine Korrektur. Ja, mein Hund liebt es, angefasst zu werden. Nein, nicht im Kopfbereich und vor allem nicht im Training. Die Diskussion gehe ich mit euch ein. So, und ich zeige euch nochmal, wie es am Ende aussehen soll. Ja, keine Chance mehr. Die sind jetzt schon so wieder im Junkie-Modus. Ich bleibe einfach mal freiwillig in der Nähe, weil da kommt ja zwischendurch was. Super, gibt's einfach mal nichts. Nur Liebe, nur Liebe. Ne? Also, das ist ein starkes Kommando. Ihr habt einfach die Möglichkeit danach, alles hinterher zu schicken, was ihr noch nachgeben wollt oder was ihr dem Hund deutlich machen wollt. Aber ihr müsst halt erst einmal seine Aufmerksamkeit haben und dann liest der Hund an eurem Körper ab, was er machen soll. Ihr könnt danach natürlich noch ein akustisches Zeichen nehmen, aber darum soll es jetzt erstmal gar nicht gehen. Merkt euch erstmal akustisches Zeichen, Hund dreht sich um und fragt danach, was soll ich jetzt machen? Und danach wird der Hund wieder freigegeben. Alles Liebe für euch und weiter.